Jan, warum hast du dich mit Lena nicht so gut verstanden? Doch, ich habe mich eigentlich gut verstanden mit Lena. war nur nicht, dass ich weiteres Interesse an ihr hatte für die Zukunft. Aber sonst habe ich mich gut mit ihr verstanden. Und warum hattest du kein weiteres Interesse für die Zukunft? Weil sie dafür einfach noch ein bisschen zu wenig Reife hatte, als dass ich sie jetzt in Zukunft an meiner Seite sehe. Da brauche ich eher eine Frau und nicht eine junge Frau, / Mädchen. Janine, warum hast du den Cocktail gewählt? Ich habe den Cocktail gewählt, weil ich eigentlich einfach noch ein bisschen länger da drinnen bleiben wollte, bin ich ehrlich. Nicht unbedingt wegen Fabio. Was soll ich dazu sagen? Ja, ehrlich, finde ich gut. Hat aber nicht geklappt, ne? Nee, leider nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich die Kokosnuss genommen. Ja. Am Ende sind wir schlauer. Tut dir Lena leid. Mikrofon? Ach so. Nee, die Lena tut mir nicht leid. Also warum auch? Also müsste sie mir leid, ich weiß nicht, muss sie mir leid tun? Nee. Lena tut mir nicht leid, nee. War es wirklich nur das Alter bei Lena, was dich gestört hat? Ja, also... Nee, jetzt nur das Alter, ne, darauf schieben, ist natürlich auch Quatsch. Es war einfach eine fehlende Reife, so, die da war. Auch ein fehlendes Selbstbewusstsein. So, ich brauche eine Frau, die mich dann zum Beispiel in der ersten Nacht, wenn sie möchte, dass ich bei ihr schlafe, dann auch vielleicht nochmal weckt oder dahin kommt und das nochmal anspricht. Jenny, bereust du deine Entscheidung Cocktail statt Coconut? Oh ja, die bereue ich sehr. Die bereue ich sehr. Hätte ich das gewusst, dass er mich rausschmeißt und nicht Maria, also ne, dann hätte ich auf jeden Fall die Kokosnuss genommen. Würdest du Lena noch eine Chance geben? Was heißt eine Chance geben? Ich werde auf jeden Fall nochmal mit ihr quatschen, so, wenn sich das ergibt, aber auch da, dass ich sie jetzt als Partnerin für mich gewinne oder dass ich das, ist ausgeschlossen. Janine, gibt es deiner Meinung nach noch Gesprächsbedarf mit Fabio? Nee, auf gar keinen Fall gibt es damit Gesprächsbedarf. Hast ihm also nicht nochmal was zu sagen, so ey. Außer, dass er ein Knallfrosch ist? Ja, das kann er sich dann jetzt angucken. Fabio, du bist Knallfrosch. Jan, hast du schon Pläne, was du mit dem Geld anfängst? Ich glaube, ich werde mich noch tätowieren lassen hier. Hab länger keins mehr gemacht und ich glaube, es ist eine gute Investition, ja. Janine, Jan, hättest du gerne noch jemand anders kennengelernt? Also, willst du anfangen? Ich hätte gerne Jan kennengelernt. Ja. Machst du ja gerade. Mach ich ja, ne? Gerade, ja. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Druck bei der Frage hier gerade. Ja, nein, also nach wie vor würde ich alle noch weiterhin gerne kennenlernen. Für eine Partnerschaft war von den 5, die dann da waren, jetzt aber nicht, dass ich irgendwo direkt verliebt war oder direkt einen Vibe gespürt habe, aber ja, so menschlich würde ich alle gerne weiter noch mal kennenlernen. So, letzte Frage. Was nehmt ihr aus dem Ganzen mit? Syphilis? Nee, das nehme ich allerdings nicht mit. Keine Ahnung. Also ich habe andere Sichtweisen kennengelernt, muss ich ehrlich sein. Ich habe mich selber hier entwickeln können und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte und dass ich Erfahrungen machen konnte. Ja, also ich kann dem nur dem zusprechen. Ich denke auch, es war eine neue, tolle Erfahrung, ja. Die ich gerne mitgenommen habe, wo ich sehr dankbar für war. Ein bisschen Bräune nehme ich noch mit, zurück nach Deutschland. Ja, abgesehen von den Kandidaten war eigentlich alles. Ach so, die Kandidaten. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann schaltet ein bei Dating Naked.